Hallo, liebe Roboterfreunde, ich bin's, der Tenchi, und wir spielen Robocraft. Und keine Angst, Leute, wir sind nicht im Staffel 2-Account drin. Also wir spielen jetzt nicht mit so einem kleinen Bini-Wagen, sondern wir sind auf unserem Haupt-Account. Und da kann man vielleicht schon sehen, hier 6 Millionen haben wir noch und der Anschluss ist heute nicht da. Keine Ahnung, wir haben eigentlich heute Aufnahmetermin, aber ist ganz gut. Er ist nicht da, das heißt für mich, ich kann endlich mal Mega anfangen, ja. Ich muss heute meine 3 Folgen aufnehmen und dementsprechend machen wir uns heute ein Mega. So einfach ist das. Also hier, ich habe bloß noch diesen einen Platz irgendwie, wobei hier fette Spinne, das sind alles so, bla bla bla. Aber wir nehmen einfach Noob Level 1, einfach weil der noch da ist und den brauche ich einfach nicht. Den dismanteln wir einfach mal. Warning, you are about to dismantle this robot. You will be returned to your inventory. Ja, ja, klar, mach ruhig. Sehr schön. Wir haben dismantelt. Jetzt gehen wir auf Build und haben jetzt natürlich ein großes Problem. Erstmal haben wir einen Haufen Freundesanfragen. Die müssen wir eigentlich alle annehmen. Das dauert aber wieder nicht. Das dauert nicht lange. Also mein Problem ist, ich weiß jetzt erstmal gerade nicht, wie ich anfangen soll. Das ist ein bisschen schwierig. Man hat ja immer so eine relativen... komische Sachen gesehen. Nicht komische Sachen, sondern Megas gesehen. Passt auf. Zum Beispiel ein Mega, der... quasi aus 3 Reihen bestand. So, dass die mittlere, dass das mittlere Ding wirklich aus 3x3 Reihen bestand. Also so ein 3x3 Strich quasi, wo dann Räder dran sind und halt auch alles andere. Vielleicht gehen wir mal so einen Weg, dass wir tatsächlich nicht wie beim letzten Mal so ein Glas-Mega gebaut haben, sondern wirklich mal sowas bauen. Ich müsste eigentlich ein paar Cubes haben. Ich habe 1800 Tier 10 Cubes noch übrig. Ob die nun reichen oder nicht, das weiß ich noch nicht. Ich weiß auch noch lange nicht, wie lange ich den machen soll. Ich mache jetzt erstmal zur Orientierung so lang wie den Pfeil. Ganz einfach. Einfach mal so zur Orientierung. Machen wir mal hier so ein Dreierding. Weil das ist aber ein bisschen schwierig, wenn man echt keine Ahnung hat, wie man so einen fetten Mega bauen sollte. Und ihr kennt mich ja, Leute. Ihr kennt mich. Ich bin keiner, der gerne sich dann irgendwie so... wie baue ich ein Mega-Tutorial anschaue oder irgendwie sowas. Das mag ich irgendwie nicht. Ich möchte das irgendwie selbst herausfinden. Für mich mein eigenes Design bauen. Auch wenn er vielleicht scheiße ist. Wenn er vielleicht nicht so super ist, aber es ist meiner. Den habe ich selbst entwickelt, selbst gebaut. Da bin ich einfach besser stolz drauf. Und wenn er dann funktioniert, wenn man Matches gewinnt, ist das noch cooler. Wenn man sagen kann, den habe ich entwickelt. Das ist mein eigenes geiles Ding. Na, Tenchi ist on. Ja, Tenchi ist on. Das bin ich. Zumindest glaube ich, dass das er mich meint. Ich glaube, so viele Tenchis gibt es nicht. Ja. Was der wohl macht? Warte, was der wohl macht? Einen TXer bauen. So. Muss einfach mal sein. So. Okay. So. Und so. Ist ziemlich krass, muss ich sagen. Vielleicht ist es sogar übertrieben, eine 3x3-Reihe zu machen. Aber die sehen wirklich so aus, teilweise. So, wie viel haben wir denn jetzt noch? Von 1800 bis noch 1600. Okay, dann haben wir jetzt hier so ein Ding. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ist einfach nur ein Ding. Wir gucken mal kurz, wie sieht es denn aus? Dieser TXer Seed, wie groß war denn der? Der passt ja... Ach, deswegen haben die 3x3. Okay. Weil der da so drinne sitzt. Boah, ist echt schwierig. Ich habe echt noch keinen richtigen Plan. Weil einbauen möchte ich den aber auch nicht unbedingt. Weil gerade nach unten ist es ja dann ein bisschen blöd. Den TXer will ich sehen, ja. Der sieht total kacke aus. Noch sieht er total kacke aus, Leute. Noch. Die Frage ist nämlich, baut man jetzt um den herum... Hä, was ist das denn hier? Ach, sieht der... Hä? Hä, seit wann haben die den umgeändert? Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen, wann haben die den geändert? Nice, sieht schick aus. Aber habe ich echt noch nicht mitbekommen. Huch. So, also ich würde sagen, wir machen natürlich trotzdem unser altbewährtes System, dass wir einfach sagen, wir setzen hier wirklich mal den hier hin. Wird ein bisschen schwieriger jetzt, weil theoretisch würde ich jetzt hier sowas ringsherum basteln. Ja. So, dass der quasi dann hier eine Mauer bildet und da müssen wir mal schauen, wie das nachher im Endeffekt dann aussieht oder wie sich das auswirkt. Ich habe keine Ahnung, wie das dann aussehen könnte. Hier kann man sogar fast lang bauen.
könnte ein Design ergeben. Vielleicht hätte ich mal X drücken sollen, beziehungsweise bei der neuen Steuerung ist es ja M. Bei mir ist es aber immer noch X. So, könnte ein Design werden, weil man hier einfach auch mal ein bisschen näher ran kann. Ja. Okay. Vielleicht einfach nur, damit es cool aussieht, könnte man hier auch so eine Schrägen benutzen. Das Bauen wird jetzt eine ganze Weile dauern, Leute. Das möchte ich nur darauf hinweisen. Ja, vielleicht dann doch lieber so. Das Bauen kann eine ganze Weile dauern, weil man sich ja hier doch schon ein bisschen was machen muss. Irgendwie ein bisschen sollte man schon was machen. So. Dann hätten wir so ein Ding. Hier sieht ja schon ganz nett aus. Okay, haben wir ansonsten schon ringsherum alles gebaut? Ja. Gut, wie baut man denn jetzt hier fertig? Ja, einfach so, würde ich sagen. Ablutschen und so kann man dann auch noch machen, wenn man das denn dann möchte. Zum Beispiel sowas. Sieht ja auch jetzt nicht so verkehrt aus, unbedingt. So, nach hinten vielleicht noch. Da muss man leider richtig zumachen, weil hier geht es leider nicht so. Also macht man hier richtig zu und macht dann hier ein bisschen ablutschen. Hier könnte man eigentlich auch ein bisschen ablutschen. Bin mir auch nicht sicher, ob man das so machen sollte. Beziehungsweise habe ich die ja auch noch übrig. Das heißt, ich kann hier auch nochmal sowas setzen, was falsch war. Das nicht so ganz erkannt jetzt aber. Ja. Sieht doch schon mal nach was aus. Was? Ich habe keine von den Dingern. Okay, das ist natürlich merkwürdig. Wahrscheinlich habe ich die nie gesetzt oder noch nie eingebaut. So. Okay, ablutschen kann man später immer noch. So, jetzt hätten wir rein theoretisch eine komische... Ja, einen komischen Klotz, der einfach nur dumm irgendwie in der Gegend rumsteht und einfach nichts machen kann. Bin gerade überlegen, ob ich hier vielleicht auch einfach schon mal sowas mache. So. Dann ist er fertig. Und dann schauen wir uns einfach mal die Rädchen an. Wir haben ja noch ein paar Rädchen. Oder auch nicht. Wo sind die denn? Da oben müssen die ja sein. Hier, Mega Wheels. Gibt ja bloß Mega Wheels. Alter, die sind... Boah, man überschätzt das einfach mal total, wie groß so ein Mega eigentlich ist. Wieso kann ich den hier nicht hinbauen? Hä? Ich kann den hier nicht hinbauen, weil... Keine Ahnung. Wieso kann ich den da hinbauen, aber nicht da ganz oben? Ach, weil die unten... Ah, okay, weil die ein bisschen anders dran sind. Okay. Alter... Alter Falter. Ist das Ding riesig. Ich glaube, ich würde den tatsächlich so ein bisschen länger sogar noch machen müssen. Wir machen mal kurz eine Testfahrt. Übrigens sind die Räder vorne jetzt tatsächlich kleiner als die hinten... bringt das eigentlich? Würde das was bringen, das so zu bauen? So, ja, schlittert halt schön durch die Gegend. Schlitter, Schlitter, wir machen mal... Uah. So, weil die Frage immer wieder aufkommt, wie kann ich, kann man die Level hier im Testmodus hochmachen, indem man einfach mal auf Plus beim Nummernpad drückt. Oder Minus, wenn man es runter machen möchte. Level 13. So, die Räder sind natürlich sehr stark, muss man ja bedenken. Die Räder sind sehr stark, weil das, die müssen ja richtig viele Blöcke tragen. Dementsprechend wirkt das ist das Fahrverhalten jetzt gerade mal ein bisschen blöd, weil das Teil noch ziemlich klein ist. Aber man muss auch sagen, dass der Mega an sich ziemlich klein ist momentan. Und jetzt sieht man nämlich auch, was ich meinte. Weil immer wenn man Mega gesehen hat, dann hatte der so 3x3 Blöcke und das sieht total klein aus. Aber 3x3 ist nicht klein, das sind ziemlich viele Blöcke. Aber so ungefähr ist schon mal der Anfang. Der Anfang ist schon mal gemacht. Wir schauen mal, das ganze Ding muss doch größer aufgezogen werden, als ich dachte. Vor allem, wenn wir da noch die Waffen drauf haben wollen. Und Schilde und Waffen und Schilde. Und ich möchte gerne noch Waffen drauf haben. Habe ich schon erwähnt, dass ich gerne noch Waffen drauf klatschen würde. Denn das mit den Waffen ist nämlich so eine Sache. Ich habe nur 4, glaube ich. Das heißt, da müssen noch mal ein paar Millionen flöten gehen. Das könnten da tatsächlich noch mal 2 Millionen sein. Wo sind die denn? Hier, ich habe nur 4 und ich möchte gerne 6 haben. So, es werden 1. Guck mal, wie groß die sind. Und die kriegst du hier nicht mal einfach so drauf. Da sieht man erstmal, was für Dimensionen eigentlich so ein TXer haben sollte. Oder hat. So. Das sind jetzt quasi die ganzen... Scheiß Dialekt. Und ich habe nur 2 von den TXer-Waffen. Nee, hier habe ich noch Schilde. Habe ich hier noch welche. Und das wird dann wieder ein bisschen schwieriger. Vor allem, das heißt... Wir müssen den tatsächlich noch länger bauen, vielleicht die Räder auch noch weiter vor, weiter zurück und so weiter. Das muss alles doch ein bisschen größer gemacht werden als ursprünglich angenommen und vor allem müssen wir dann hier irgendwie richtig fett schützen und sowas. Das wird eine krasse Sache werden.
Aber größtenteils liegt es wirklich daran, dass ich einfach die Dimension jetzt total ja, unterschätzt habe, sag ich mal. Ich würde trotzdem gerne die Kapsel da hinten haben. Das heißt, ich schiebe die mal ein bisschen weiter hinter noch. Was gerade nicht geht, weil da noch die Waffen sind. Aber ich werde nach vorne mal ein bisschen länger machen. So. Nach vorne mal ein bisschen länger. So ungefähr. Ja, ist ein ziemlich langes Ding jetzt. Okay. Und kostet auch Unmengen an Material. Das sollte man nicht vergessen, Leute. Das Ding frisst richtig viel. Kann also sein, dass der wieder mal nicht fertig wird, weil er einfach noch zu viel frisst. Vor allem, wenn ich dann noch ein paar Millionen ausgeben muss für die Waffen. So, jetzt hat er eine richtig fette Länge. So. Ich würde ihn aber trotzdem da, wo dann die Räder sein sollten. Mal gucken, wie das jetzt hier wirkt. Moment, es geht noch nicht, weil die Waffe halt noch da ist. Wenn man bedenkt, dass man ja gerade mal eine Waffe quasi so drauf kriegt. Kriegt man da noch eine drauf? Nee. Die stehen sich im Weg, Leute. Die stehen sich im Weg. So. Nicht so. Ich wollte eigentlich einen Test. Hier. Nein! Oh. Das war das Falsche. Na, egal. Das ist jetzt wirklich so eine Sache, ey. Ich habe die Dimensionen jetzt gerade total nicht im Blickfeld. Ich habe echt keine Ahnung, wie groß die Dimensionen sind. Aber vom Fahren her lässt sich jetzt schon ein bisschen besser. Vielleicht wären da echt noch mal in der Mitte vielleicht noch Räder noch besser. So, und da... Ach, man schießt jetzt gleichzeitig mit beiden. War das nicht immer so, dass die nacheinander geschossen haben? Oh yeah. Ja, das Drehen ist ein bisschen schwierig, wenn die so sind. Man muss die vielleicht sogar noch weiter auseinander machen, ein bisschen. Krass. Das kann ja was werden. Ich bin da echt noch nicht so, huch, so treffe ich nicht jetzt. Da weiß ich echt noch nicht genau, wie ich es mache, aber das kriegt man auch hin. Das kriegt man hin, Leute. So, raus da. Back to the Mutterschiff. Mal gucken. Und die Folge ist ja schon wieder zur Hälfte locker drum. Und wir haben gerade mal einen Strich gebaut mit Rädern dran. Wir sind gut. Striche mit Rädern ist immer gut. So. Okay, wir sind wieder draußen. Mal gucken. So. Vielleicht tatsächlich noch breiter auseinander. Das heißt, wir machen hier mal noch... ungefähr so. Wie breit müssen wir die machen? Ich glaube, das reicht so. So. Ich habe bestimmt kaum noch Blöcke übrig. So breit vielleicht. Allein schon, weil die Tatsache, dass man vielleicht vorne mal ein Schild dran machen kann, wäre, glaube ich, schon krass. Oh, sieht gut aus. Könnte man sich sogar überlegen, ob man das sogar noch weiter reinmacht dann. Dass man ja doch mal noch ein bisschen... Vielleicht macht man es dann doch nicht ganz so breit. So. Dass man das hier dran... Ah, das geht gar nicht. Ah. Das ist natürlich blöd. Kann ich die so machen? Geht das überhaupt? Kann ich an einen einzelnen dran machen? Geht auch nicht. Das heißt, ich muss die so ja bauen. Okay. Ja, ist aber okay. Ist okay. Außer natürlich, ich würde die Räder einfach weiter hinten ansetzen. Dann würde ich das wahrscheinlich hinkriegen tatsächlich. Aber er soll ja auch nicht sonderlich schmal sein. Er soll ja, da kann ja ruhig ein bisschen breiter sein. Das, so ist es ja nicht. Ich muss nur halt nur überlegen, weil damals war halt der Sinn bei meinem Mega, der war eigentlich deswegen da, weil der ein Tank sein sollte. Er sollte tanken und sollte quasi die Gegner, das gegnerische Feuer auf sich lenken. Einfach damit die anderen die dann fertig machen können. Jetzt ist es aber ein bisschen anders. Jetzt soll mein Mega quasi die Gegner umbringen. Das ist jetzt mein meine große Erwartung an meinem TXer, den ich jetzt, dass ich jetzt stellen werde. Ich guck mal kurz, ob ich hier oben eine Waffe drauf kriege. Huch. So. Nein. Ach, wegen den Rädern. Okay. Das hier wäre das nächste. Wegen den Rädern. Ich bin mir nicht sicher, wie es aussieht, wenn ich das größer baue. Machen wir kurz so. Dann geht's auch. Okay. Dann könnte man hier mal schauen, wo man die hinbauen will. So, dass man eine Waffe schon mal nach oben hätte. Wobei nur eine Waffe vorne immer ein bisschen blöd ist. Die sollte... Aber ja, guck doch mal, wie groß die sind. Wie riesig die Waffen sind. Das ist echt schwer, da jetzt noch mehr dran zu kriegen. Deswegen sind die auch alle immer so breit und alles, weil das nicht so einfach ist.
Wir können ja mal was testen und zwar. Boah, was glaubt ihr denn? Ich geh mal kurz hier hin. So. Also erstmal würde ich gerne mal schauen, wie es aussieht, wenn die nebeneinander sein sollten. Kurz mal weg. Machen wir kurz nach oben. So dass die Räder schon mal nicht mehr stören können. So, jetzt stören die sich bloß gegenseitig. Machen wir mal seitlich, um zu schauen, wie weit die auseinander gehen müssen. So. Okay, so weit müssen sie auseinander sein. Da passen dann zwei drauf. Aber vielleicht könnte ich ja sogar drei hinbekommen. Dass ich mal wirklich voll die Breite verwende, um wirklich drei Stück hinzubekommen. Das wäre doch auch mal was Fettes. Würde aber bedeuten, ich müsste hier mal in der Mitte noch einen hochziehen. So. Von der gleichen Höhe am besten. Dann nehme ich hier eine Waffe. Die baue ich hier hin. Und jetzt ist die Frage. So. Jetzt hätte man genau drei. Wenn man das jetzt noch nach hinten verlagern würde, dann könnte man von hinten schon mal drei machen. Vorne dann nochmal zwei und ganz vorne vielleicht eine. Es muss aber noch ein bisschen höher alles gebaut werden. Das ist noch ein bisschen zu niedrig. So, das heißt hier, das ist ja dann ein Block. Ein, zwei, drei. Ich mache mal bis fünf. So. Und jetzt müsste man hier nochmal seitlich gehen. Ich weiß gerade nicht, wie weit. Bis dahin quasi. Alter, das ist ganz schön viel. So, das ist halt, wir loten quasi noch alles ein bisschen ab. Wir loten das noch ein bisschen ab. Ein bisschen ausloten, wo wir Waffen dran machen können und wo nicht. So, das wäre quasi die eine Hälfte und dann müsste man hier gucken. Na, die ist jetzt zu hoch. Mal kurz schauen, ob man das vielleicht sogar... Ne, erstmal würde ich gerne mal gucken, seitlich, wie weit waren das seitliche eigentlich? Ich glaube hier oder da. Ich glaube hier war das. Machen wir mal ganz kurz... Eins niedriger. Oder mehrere gleich. Kommt weg. Das kommt auch erstmal weg. So. Okay. So, ich habe leider keine zwei mehr. Reicht aber nicht, weil das noch zu weit oben ist. Die Räder stören aber noch nicht. Huch. Räder stören immer noch nicht. Räder schon auch nicht, aber ich komme. Aber guckt mal, ich kann die wegen den Waffen hier oben nicht bauen. Jetzt könnte ich sie bauen. Hier unten kann ich sie hinbauen. Weil die Waffen einfach... Das ist zu krass. Ist einfach zu krass. Die müssen teils noch höher. Ich möchte mal ganz kurz gucken, wie hoch die überhaupt sind. Die müssten quasi noch höher, damit ich dann unten eine Zweierreihe hinsetzen kann. Aber das Problem ist, wenn ich eine Zweier... Doch, dann habe ich meine Sechs. So groß sieht das jetzt aus. Und die müssen ja noch höher. Bam, 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 bam. Okay. Wir kommen der Sache schon näher, Leute. Position der Waffe ist das Erste, was wir eigentlich machen sollten, wahrscheinlich. Und danach kommt das Restliche. Wobei wir wahrscheinlich noch tausendmal umbauen müssen, weil noch Schilde müssen ja auch noch dran und so. Aber ich weiß immer nicht genau, wie man da vorgeht. Mir sind immer am wichtigsten, erstmal die Waffen hinzubekommen, weil die einfach so viel Platz wegfressen, wie man ja sehen kann. Jetzt saust du da ewig, weil ich jetzt... Was ist jetzt los? Nein, was ist los? Hier oben kann ich auf X drücken. Ah, jetzt geht's, oder? Ach so, okay. Gut, das heißt, die müssen tatsächlich noch höher. Stellt euch vor, wir möchten hier gerne eine Waffe haben. Mal kurz gucken. Die musste drei hoch, ne? Die muss drei hoch, okay. Stell dir vor, die kommt bis davor. So weit vor, wie es halt möglich ist. Was ein bisschen blöd wäre, weil hier dann wirklich ganz schnell die Waffe weggeballert werden kann. Wobei wir hinten ja auch noch was haben. Also machen wir doch, die machen wir dahin. So. Kriegt man jetzt hier überhaupt noch was zwischen noch was rein? Ich glaube, das wird so nicht funktionieren. Ich glaube, das wird so nicht funktionieren. Erstmal kaufe ich mal noch eben zwei Waffen. Huch. Ach, außerdem habe ich ja Dings nicht reingemacht. Mein X habe ich nicht rein. Q, C. C, genau, geht. Okay, Hardware. Wir kaufen uns noch Mega-Waffen. Die kosten halt wirklich 2 Mille ungefähr. Dann haben wir 6. 6 ist ja quasi so mitunter das Maximalste. So.
Ich würde ja ganz so hier dazwischen kriegen. Hier so dazwischen. Wäre teilweise genau da. Genau. Genau dort. So, das heißt aber, um jetzt hier, was wir jetzt testen müssten, ist die Tatsache, wann kann ich den hier hochbauen? Wann sind die hier nicht mehr im Weg? Außerdem möchte ich mal so machen. So, wann sind die nicht, sich nicht mehr im Weg? Das wird ein ganz schön hoher Turm. Man könnte natürlich auch gucken, dass man seitliche Waffen macht, dass man die vielleicht so hier dran macht. Dann sind die hinteren im Weg. Hier, ja, immer noch. Ja, bis dahin, ne? Wird auch ein bisschen schwierig. Können wir später nochmal anschauen. Ich würde erstmal gucken, wie das aussieht. Ah, jetzt hier. Hier haut's hin. Hier haut's nicht mehr hin. Also hier. Hier wird's hinhauen. Bis dahin. Okay, dann machen wir das mal weg. Bam. Könnte man jetzt vielleicht sogar noch weiter vorgehen? Müsste man testen. Nein. Das ist quasi schon das Optimum. Nehme ich an. So, das haben wir. Und jetzt kriegen wir die hier natürlich nicht mehr hin, weil die jetzt höher sein müssen. Noch höher. Ja, noch höher. Noch höher. Okay, und perfekt. So, ich weiß gerade gar nicht, wie hoch das ist, aber ich kann es ja ungefähr mir abschätzen. So. Ja, kommt hin. Und Nummer... Nein! Ach, der muss jetzt noch höher, oder wie? Hä? Interessant. Interessant, dass das jetzt... Lol, der muss halt höher. So, und so würde der jetzt aussehen. Von den Waffen. Wenn man die so baut, wie ich es immer gebaut habe. So, wie ich meine Robos immer baue. Quasi. So baue ich die ja quasi immer. Dann wäre der so riesig. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass das Zeug auch nicht abgeschossen wird. Aber alle können sie nach vorne ballern. So muss das sein. Okay. Sieht gut aus. So, dann haben wir jetzt in der Folge schon mal quasi so eine Art Grundgerüst, wo wir jetzt die Räder hinsetzen. Ob die weiter auseinander gemacht werden oder wie auch immer. Das müssen wir noch entscheiden. Vor allem den Sitz, den würde ich vielleicht dann doch mehr mittig setzen, damit wir hier nach hinten... Mal, da muss ich mal rausgehen. Ja. Wo, dass wir nach hinten einfach mehr Platz haben, um Schutz zu bieten. Weil wenn nicht jemand von hinten angreift, ist auch blöd. Okay, sieht doch schon mal ganz gut aus. Mein Gefährt. Mein Noob Level 1 Gefährt. Mal, den kann ich hinten gar nicht setzen, ne? Weil das, weil ich erstens gar nicht besitze. So. Mal kurz gucken. Ich will nur mal gucken. So. Könnte man sowas hier hinten reinmachen, theoretisch. Das ist auch so schräg. Das andere, wie ist denn das andere? Wir sind schon wieder über der Zeit drüber, deswegen werde ich jetzt... Okay, das ist so rum. Das passt perfekt da. Okay, dann würde ich erstmal sagen, ich war der Tenshi hier von Snoops Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.